Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 4 It's About Time. Heute am 14.12. müssen wir, glaube ich, heute haben. Auf jeden Fall Sonntag, ja. Und ich habe gestern mich nochmal damit beschäftigt, wo hier eventuell der letzte und die letzte verbleibende Kiste sein könnte. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sie, glaube ich, gefunden tatsächlich. Weil ich glaube, das wird die sein, die ich sonst nicht geholt habe. Ich muss mir nur einmal kurz, hier den Ton ausmachen. Zack. Beim Fernsehen etwas lauter machen. So, weil ich meine, als ich damals quasi bei meinem normalen Spielfortschritt an der Stelle war, beziehungsweise in diesem Level war, habt ihr mir, glaube ich, schon gesagt, hör mal, die eine Kiste, die dir fehlt, ist genau da und die ist auch wirklich schwierig zu erkennen. Weil als ich sie gesehen habe, und ich habe sie tatsächlich von alleine erkannt, da habe ich gedacht, ist das nicht was? Haben die das nicht schon mal geschrieben? Aber gut. Wie laut ist das? Oh, okay, ich muss doch noch mal ein bisschen leiser machen. So, also auf jeden Fall kein allzu langes Level, wie wir letztes Mal auch gesehen haben. Deswegen sollte das eigentlich hoffentlich relativ fix jetzt vonstatten gehen. Natürlich auch abhängig davon, wie gut ich mich schlage. Selbstverständlich. Da tun wir auch nochmal, ob das nichts bringt. In Summe sind es 110 Kisten. Ich habe es gestern nicht bis zum Ende gespielt. Ich habe nur bis zu der Kiste gespielt, wo ich gedacht habe, okay, dann wird garantiert die sein, die du vergessen hast. Und da sind wir gleich auch schon, tatsächlich. So. Ich habe nämlich gedacht, ach komm, machst du hier den hier, ne? Und warte ja erstmal in Ruhe ab. Und dann stand ich hier so. Da habe ich gedacht, okay, sehe ich da nicht was? Auf der linken Seite? Ja, hier. Guck. Toll, ne? Das ist vielleicht das Rätsels Lösung. Nicht mehr und nicht weniger. So, alles klar. Dann können wir jetzt weitermachen. Nur das Level ganz entspannt beenden. Ob es so entspannt wird, das weiß ich noch nicht. Okay, das war's. Glaube ich, oder? Ja, sieht gut aus. Oh, ist mal ein schön entspannter Start. So, was haben wir jetzt auf der Uhr? 19 Kisten. Oh gut, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich vielleicht eine andere übersehen werde. So. Hoch, runter und rechts. Und links. Hoch. Sprung. Runter. Hoch. Ja, ganz entspannt. Zack. Zack. Und geh. Schafft. Ja, noch nicht ganz, aber... Okay, die gehen beide kaputt. Schnell, ich möchte da nicht nochmal hin. So. Da war jetzt keine Kiste gerade, die ich übersehen habe, ne? Nein, nein, da war nichts. Guck mal, Edelstein haben wir auch schon. Wow. Jetzt habe ich ja gerade euch einen Floh, ne? Das sollte mir mal im normalen Spiel, also wenn ich das Relikt holen möchte, passieren. Das wäre schön. So, was sagt denn... Achso, jetzt kann ich nicht gucken, wie viele Kisten ich schon habe. Wie ging er denn hier nochmal? So, ich brauche auf jeden Fall noch, das weiß ich. Zack, 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 zack. Easy, Pupisi. Da können wir ruhig alles kaputt machen. Auch kein Problem. Ach, ich bin so dumm. Ja. Ich habe die zweite Kiste vergessen. Ja, mein Fehler. Alles gut. Ich habe aber meine Masken verloren. Das ist blöd. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So. Auf ein neues. Boings. So. Zack, 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 zack. Warten. So, jetzt aber. Ah, wie schlecht, ey. Ups, ups. Nein, das machen wir gleich. Möglicherweise kommen wir ja da nochmal hin. Zwei Leben, ey. Man wird hier so zugeschissen mit Leben, ne? Hab ich aber schon mal gefragt, was kommt, wenn man nicht den Retro-Modus hat, weil da braucht man ja natürlich kein Leben zu sammeln. Das war, glaube ich, eine normale Wumperfrucht, oder? Ich weiß das nicht mehr. Und auf 34 Kisten haben wir noch auf der Uhr. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Werden wir sehen. Ja, warten wir noch mal eine Runde ab. Und los geht's. Das können wir schon mal machen. Achso, okay. Okay. Wird auch schon mal geregelt. Wieder warten, 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 warten. Nein! Ich hab außerdem zweimal gedrückt, ich Idiot. Egal, egal, egal.
Dumm von mir. Scheiße! Fuck, wäre ich nicht gestorben? Ich hätte das perfekte Relikt holen können, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ich spacken, weil ich so dumm bin. Oh. Das wär's doch gewesen. Schöner Start für die neue Aufnahme. Eventuell direkt ein perfektes Relikt zu holen. Also, ich hoffe, dass ich nochmal hier sterben werde. Alles andere wäre sehr traurig. So. Okay. Haben wir dich schon mal fertig. Haben wir schon mal die Maske. Dumm, 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 dumm. Und Däumer Gefolge. So. Bums. Gut. Blub. 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 Tschüss, Maske. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Jetzt aus 27 noch, okay. Da warten wir nochmal ein Momentchen ab. Hoia! Auch kein Thema. Schwarzbild. Zu früh. 6 Minuten. Einmal pro Part reicht mir. So. Ab. So, machen wir uns das wieder ein bisschen einfacher. Flups. 21. Nein, okay, aber ist in Ordnung. Wobei, Alter. Das ist okay mit dem Checkpoint, ist schon ein bisschen assi manchmal auch, ne? Wie dumm ich gerade einfach mal daneben gesprungen bin, ne? Da kann auch nicht mal jemand nachmachen. Okay. Los Platformos ist wieder da. Ist schon wieder. Warten. Dankeschön. Meins. Bums. So, komm, Baby. Flup. Einfach bis können, machen wir den auch nochmal kaputt. Und da wären wir wieder. Dabdala, dabdala, dabdala. 1, 2, 3, 4, 5. Weg mit dir. Ich habe gestern übrigens tatsächlich Killzone auch noch fertig bekommen. Habe aber gedacht, okay, komm. Ich spiele doch erstmal ein bisschen PlayStation VR, bevor du dann dich wieder dem Crash-Wahnsinn widmest. Ich habe gestern den London Heist gezockt von VR Worlds. War eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen. Ich konnte jetzt gestern nicht weiter zocken, also ich hätte schon gekonnt, aber ich will es mit den Move-Controllern spielen. Die waren jetzt leider nicht aufgeladen. Akkutechnisch. Wir sehen Hilfe. So. Gut. Weg, weg, weg. Den haben wir jetzt auch noch. Wofür auch immer. Einfach, weil wir es können. Achtung, Stein. Rüber. Rüber. Voll die action geladene Mucke am Stiesel. So. Und hepp. Und hepp. Oh ne. Unten bleiben. Kann mich noch dran erinnern. Bin nämlich einmal dumm gestorben. Hoch. Rüber. Und das soll's gewesen sein. Fehlen mir jetzt hier 4. Warum fehlen mir hier jetzt 4? Ja, gut, es hat trotzdem gereicht. Gut. Das beruhigt mich sehr. Aber ich hatte mir im Kopf gehabt, dass ich letztes Mal dann 107 stehen hatte. Keine Ahnung wieso. Egal. Welt ist auf jeden Fall jetzt erstmal fertig. Wir können beruhigt in die nächste Welt zurückreisen. Kommt jetzt die Sumpflandschaft? Ich glaube, jetzt kommen die Sumpflevel. Kann das sein? Nee, jetzt kommen erstmal die Eislevel. Stimmt, stimmt, stimmt. Eieiei, wie gut, dass ich da... Wie gesagt, je weiter ich jetzt zurückreise, umso schlechter werden meine Erinnerungen. Na, egal. Gucken wir doch mal. So, das ist jetzt erstmal der Endgegner, ne? Genau. Wir starten jetzt erstmal mit Brückenbau. Was fehlt uns hier? Okay, 2 Minuten 7 ist jetzt erstmal nicht die Welt. Scheint auch wieder jetzt ein, ja, ich überlege gerade, kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit der Torna vielleicht, auch irgendwie einen Dreierdreher machen kann oder so einen Rutschdrehsprung. Aber rutschen kann sie nicht. Und ich glaube nicht, dass sie einen Dreierkick hinkriegt. Ja, auf jeden Fall, je weiter ich zurückreise, umso schlimmer werden die Erinnerungen. Und ja, mit Torna einmal zu spielen, auch wenn ich gesagt habe, die ist mir eigentlich noch am liebsten, ne, weil die halt am dynamischsten sich steuern lässt, im Gegensatz zum Cortex und zum Dingodal. Aber sie hat halt den Greifhaken, das ist halt das Problem. Und den Wandsprung, der ist auch nicht zu vernachlässigen. Aber gut, eigentlich müsste es ja auch immer einfacher, von der reinen Theorie her zumindest werden. Warten wir es mal ab. So, schauen wir nochmal. Ich muss meine Jacke im Bermuda-Viereck. Das ist so schlecht, ne? Alter, wie
Irgendwie einen Namen gedacht. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, super, Dennis. Hast du sehr gut gemacht. Bin fast stolz auf dich. Einfach nur aktivisieren, genau. Hey! Dumm. Komm, hol dir die Maske. Ah, okay, jetzt haben wir hier Strunibolt. Wow! Okay. Nehmen wir jetzt funktioniert. Vorrang. Hervorragend. Hilfe! Okay. Irgendwie hat es jetzt auch gerade vom Timing her sehr gut funktioniert. Ich bin tatsächlich überrascht. Ah, fuck you. Naja. Natürlich eine Scheißstelle. Okay, ist halt so. Kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Ich sehe mal, das Viech da vorne kann ich wahrscheinlich nicht weghauen. Ich muss den Affen, der das steuert, weghauen. Ach, da hier oben rechts habe ich auch noch eine Kiste gesehen. Ich werde ein bisschen spät gesehen. Dankeschön. Diese Warterei macht mich wahnsinnig. Hui, hui. Hau ab. So, die Masken brauche ich auf jeden Fall. So, zack. Hilfe. Boah, Alter, du spinnst aber manchmal echt, ne? Ach, dumm. Sei scheiße. Läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, um ehrlich zu sein. Nein! Okay, das Level kann lustig werden. Also zumindest jetzt der Anfang mit der Torna. Nicht so meins, muss ich sagen. Ich vergesse immer die Kackkiste da hinten. Oben rechts. Muss ich mir mal verinnerlichen, dass da noch eine ist. Stehen bleiben! Ich mache aber auch keinen Doppelsprung, ne? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Also kann ich ja wenigstens auch mal die Wartezeit auf die Liane auch wieder ein bisschen besser verbringen. Stehen bleiben! Nein! Fuck you. Wir schaffen das. Wir kriegen ja noch einen Grund rein. Ach! Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, zack. Nein, du Idiot! Tin. So, nochmal. Zack. Zack. Stehen bleiben! So, Wunderbärchen. Meine Maske. Hallo? Bist du doof oder was? Das ist eine kurze Frage. Spreche ich mir zumindest einen Hüpfer. Mann, das ist die mit ihrer Kack-Mega-Schenkel. Echt, als wenn es schon nie wäre. Ah, komm. Und halli hopp. Weil das hier mit dieser Warterei wegen dem Strom, das ist echt nicht cool. Ich sage es so, wie ich das empfinde. Ja, super. Schnell, schnell, schnell. Hurtig. Ja, zu schnell. Zu früh, zu früh, zu früh. Ah. Ich glaube, es ist besser als alles andere bisher, weil es scheint ja ein relativ kurzes Level zu sein. Ich achte zu sehr auf Geschwindigkeit und zu wenig auf das, was darüber hinaus noch existiert. Hallo, kannst du mal bitte diese... Nee, das sehe ich nicht ein. Ich töte mich. Die hat es nicht gereicht, diese scheiß Kiste da oben anzuwiesen. Und deswegen hasse ich diesen verkackten Greifhaken. Vor allem, wenn man irgendwas schnell mal eben machen will. Da guck. Ey, sie tut es einfach nicht. Sie tut es einfach nicht. Ich hasse sie. Boah, so dumm. Immer der gleiche Scheiß, echt. Ja, ich muss sie einfach nur ein bisschen weiter nach rechts stellen. Ist mir scheißegal. Entweder ich arretiere das Ding oder nicht. Da oben ist eigentlich auch eine Zeitkiste, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ne, sah nicht danach aus. Also die Kiste war da auf jeden Fall, aber ob es eine Zeitkiste war, keine Ahnung. Hui, hui. Komm ab. Guck mal, es hat mich sogar mein Geist eingeholt. Das ist echt traurig, ne? Das ist richtig traurig. Okay. Mann, ey. Ich war doch so weit von dieser verkackten Leitungskiste weg. Was ist los mit deinen... Hitbox-Schenkeln? Schenkel der Hitbox. Wie auch immer.
Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Dankeschön. So. Jo. Ab. Danke. So. Immer. Ab. Ah, ich habe nicht mal so Kiste erwischt. Das ist aber nicht nett. So. Danke. Und du, so dumm von mir. Das war auf jeden Fall mein eigener Fehler. Kann leider kein anderer was für, außer der Dennis. Hui. Ich hasse diesen Stromscheiß. Weil man auch immer warten muss. Genau, das ist das, was ich meinte letztes Mal. Als ich gesagt habe, Abhängigkeit von anderen Sachen. Ja, okay, jetzt bin ich noch mit der Maske hier. Ist auch ganz geil, würde ich sagen. Nein, nein. So, jetzt aber. Schön reingesprungen. Aber so mitten rein, ne? Okay. Den Bereich hätten wir schon mal geschafft. Sehr schön. Okay, wo sind wir jetzt? Ach, es ist eine Reitpassage. Oh nein. Wie uncool. Ja, ne? Hula, was geht? Wir ja schon lange nicht mehr das Vergnügen gehabt. Hilfe. Du kannst springen, du kannst sehr gut springen. Das gefällt mir sehr gut. Weil eine Maske, die ich gerade verpasst habe. Hätte ich als sehr ärgerlich empfunden. Komm, gib Gas. Bäume sind uncool, ne? Bäume sind nicht meine Freunde, glaube ich, hier. Ja, okay. Ui. Okay. Blalalalalalala. Einfach fallen lassen. Okay. Wie gesagt, alle Kisten hier zu uns natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Nein! Ein bisschen Gas geben. Ich kann ja leider nicht schneller laufen als das, was ich gerade tue. Ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs. Oh Gott. Also ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Aber ich kann ja nicht springen, wenn ich auf Eis bin, warum auch immer. Hui. Einfach ein Ziel. Schneller. Okay, 1,27, halbe Minute drunter. Gold weiß ich nicht. Ich habe so viele Zeitkisten übersehen. Oh, tatsächlich. Okay, 22 Sekunden. Da ist auf jeden Fall was drin. Ja, geil. Haben wir es einfach mal noch in dem Part geschafft, dieses verkackte Kistchen zu holen. Relikt zu holen. Und auch noch in Gold. Wie geil ist das denn? Ah, schön. Nee, gut. Ich würde aber sagen, wir bleiben bei dem Level direkt, weil wir haben hier noch einen Edelstein zu holen. Ist, glaube ich, der mit dreimal oder weniger Sterben. Aber das sehen wir natürlich jetzt nicht mehr in dem jetzigen Part, sondern ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Einmal kurz gucken. Was ist das hier? Brückenbord, maximal dreimal Sterben, genau. Gut, okay, ich mache dann hier jetzt mal einen Schnitt. Dann sehen wir uns gleich direkt im Level wieder. Ich erspare euch mal die Ladepause, ne? Also, bis gleich!